welche Frau wäre nicht froh, wenn es ihn geben würde, den Wunderlack. Kein Splittern, Abblättern und nach über 3 Wochen noch aussehen wie neu. Gestern draufgetragen und ist jetzt schon total am Splittern. Also von Glanz oder so ist da nicht mehr viel zu sehen, wenn man einmal ein paar Stunden unterwegs war, Kellnern war, gearbeitet hat, gespült hat. Ist halt einfach nicht mehr schön und man hat nicht die Zeit, jeden Tag sich die Nägel neu zu machen. Ob der neue UV-Lack auch wirklich hält, was er verspricht, testen heute Studentin Tatjana und Azubi Marlin. Ich gehe mir heute die Fingernägel lackieren lassen im Nagelstudio und wollte mal gucken, wie lange das so hält. Der UV-Lack soll jetzt ungefähr 30 Euro kosten, aber verspricht halt einfach ein viel längeres Ergebnis. Und wenn man das mal umrechnet in ganzen Nagellackflaschen, vielleicht lohnt sich das ja sogar. Tatjana bekommt in der Nailbar Stolberg von Promi-Nageldesignerin Clarissa Meyer den Eminail UV-Lack. Zuerst kommt ein Basislack und dann erst der eigentliche Lack, der anders als der normale Lack unter UV-Strahlung aushärten muss. Diese Prozedur lässt den Lack härter und robuster werden, so verspricht es jedenfalls der Hersteller. Bei Marlene geht es schneller. Sie bekommt nur einen einfachen Lack auf ihre Nägel. Nagellack kontra UV-Lack. Noch sieht man keinen Unterschied. Ob das nach unserem ersten Test immer noch so ist? Steinkräuter einpflanzen. Erde und Steine verlangen beiden Lacken alles ab, doch das Ergebnis ist überraschend. Ja, ist nicht so gut gelaufen. Ich habe jetzt hier gerade eins von den Steinkräutern eingepflanzt und ja, wie man sieht, ist es kaputt. Sehr kaputt. Und der UV-Lack? Während Marlins Nägel ja schon angekratzt sind, sieht man ja, dass meine noch absolut halten. Sind zwar jetzt ein bisschen dreckig, aber Nägel absolut perfekt. Mal schauen, wie es jetzt beim Putzen aussieht. Putzmittel und warmes Wasser greifen gerne den Lack auf den Nägeln an. Eigentlich hatte ich damit immer ziemliche Probleme. Das Nagelbett ist aufgeweicht, der Lack ist abgesplittert. Werden sehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch weitere Blessuren für meine Nägel gibt, weil die sehen mittlerweile schon nicht mehr so schön aus. Ich hoffe, es hält jetzt. Die beiden schrubben, was das Zeug hält. Nach 10 Minuten sind wir auf das Ergebnis gespannt. Bei mir ist es noch mehr abgesplittert. Man sieht, der Nagel ist aufgeweicht, der Lack ist hier abgeplatzt vom Aufweichen. Nicht so tolles Ergebnis. Keine Aufweichungen, keine Absplitterung. Sieht genauso aus wie frisch gemacht. Der letzte Test. Wie reagieren die Lacke auf Chlor? Dazu genießen die beiden Aachenerinnen eine halbe Stunde im Whirlpool. Ich bin schon ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf ihren UV-Lack. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall auch den UV-Lack von Eminail nehmen, weil mein Nagellack hat jetzt noch nicht mal 3 Stunden gehalten. Schöner Nagellack ist für Frauen ja heutzutage schon was wie ein Statussymbol geworden. Und ich bin verdammt froh, dass dieser Eminail-Nagellack das hält, was er verspricht. Keiner möchte alle 2 Tage sich die Nägel neu lackieren müssen. Und zweitens sieht es auch einfach gepflegter aus, wenn der Lack nicht einfach nach 3 Stunden jetzt wieder Marlin direkt abblättert oder absplittert und aufplatzt. Man kann sich da einfach endlich mal was auf was verlassen. Unser Fazit, der neue UV-Lack hält auch unter den härtesten Bedingungen stand und ist eine günstige Alternative zu künstlichen Gelnägeln, die ja auch nicht jedermanns Sache sind.